Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Technik Project RET V2. Mit mir am Server der gute Biber Butzemann, der Crazy und der Dosch 41. Wir haben uns im Teamspeak immer noch ein bisschen getrennt, weil, wie gesagt, ich muss noch ein paar Folgen fertig machen, weil sonst haben wir ein bisschen Probleme, wenn wir über die Osterferien kommen wollen. Aber das kriegen wir alles irgendwie in den Griff. Wir hatten uns das letzte Mal hergestellt ein bisschen Chat-Fuel. Den packen wir jetzt mal hier mit dazu. Und dann machen wir das dann mal so. Und so. Oh, crazy, du hast recht. Gehen wir mal eine Runde schlafen. So. Gut. So. Und dann packen wir den mal da drauf. Genau. Sind sie voll. Und dann so, machen wir den mal im Hover-Mode, auch wenn er relativ laut ist. So. So. Oh, mein Schlafsack. Sollte man natürlich wieder einstecken. A lot of soul. So. Also, wir haben jetzt hier ein bisschen Chat-Fuel und den Chat-Fuel werden wir natürlich für irgendwas brauchen, ist ganz klar. Hatten wir schon angedeutet, wir brauchen die Pulse-Chat. Wo haben wir es? Hier. Den Pulse-Chat-Furnace. Da brauchen wir 131 Kilorad. Boah, das ist eine heftige Menge. Glücklicherweise haben wir in dem Mod natürlich noch zusätzlich was dazu, dass wir das Ding auch ordentlich betreiben können. Denn dazu gibt es noch die passende Microturbine. Hier. Und die kann die 131 Kilorad. Das geht auf jeden Fall. Hat nicht viel Torque, aber ist sauschnell. Und wir werden einfach die beiden miteinander verbinden. So, dann schauen wir doch mal. Fangen wir mit der Microturbine an. Einen Kompressor, HSLA Steel Gear, da werden wir wohl noch ein paar davon brauchen. So, also, zack, zack, halt. Oh, Tungsten-Ingots brauchen wir dafür. Verdammt. Dann geht die natürlich nicht. Das geht nicht. Da habe ich mich dann aber verguckt. Schauen wir nochmal. Also, Turbine, ja, da brauchen wir Tungsten. Das ist blöd. Tungsten können wir nämlich noch nicht herstellen. Das ist natürlich jetzt selten dämlich. Weil der Kompressor würde gehen. Das da geht alles. Aber die Turbine mit den Tungsten-Ingots geht natürlich noch nicht. Weil die Tungsten-Flakes hätten wir. Aber wir können das Teil noch nicht auf 1750 Grad Celsius erhitzen. Wobei wir natürlich schon eine Möglichkeit unter Umständen hätten. Da könnte es uns aber einiges um die Ohren hauen. Außerdem ist die andere Frage. Mal schauen wir mal ganz kurz. Da. Also wir brauchen 4 davon. 4. 4. Was haben wir denn in der Kiste drin? 14. Die kommen nämlich als Nebenprodukt bei Redstone raus. Pulse Jet Furnace. Wo haben wir noch die Möglichkeit? Microturbine. Schauen wir nochmal ins Handbuch. Weil es gibt ja mehr wie einen Motor. Also, hier beim Performance Engine kommen wir gerade mal auf 1024 Rad. Reicht hier nimmer. Da kommen wir nicht hin. Das ist alles deutlich kleiner. Die Microturbine wäre natürlich wunderbar gewesen, weil sie nämlich 131.000 Rad oder 131 Kilorad hat. Und hier, wie viel haben wir denn hier? Die Gasturbine hat nur 65. Aber 65 mal 2 wären auch 131. Puh, die Gasturbine. Die ist aber gefährlich. Gut, gefährlich ist nicht unbedingt ein Problem. So, dann schauen wir uns einfach mal die Gas-Turbine an. Die Micro-Turbine wäre natürlich genial gewesen. So, die Gas-Turbine. Ein Kompressor. Können wir. Kombustor.
Können wir. Dann hier Hase. Ah, das haben. Ah, schaut mal her. Schaut mal, wer da vorbeikommt. Ah, winkt mal mit einem Stück Pizza. Tschüss. Cool. Cool. Finde ich super. Wie wir dazu kommen, das seht ihr natürlich dann auch bei uns. Habt ihr vielleicht schon gesehen? Ich bin nicht ganz sicher, in welcher Reihenfolge wir es bringen. So, die Compound Turbine, Shaft Core. Ach, das geht alles. Ja, da haben wir noch Turbine. Da haben wir schon wieder den Tanksten. Ja, verdammt und zugenagelt. Verdammt und zugenagelt. Wie kriegen wir denn den Tanksten her? Diffusor, das wäre alles kein Problem. Aber... ja, da waren wir verkehrt. Combustor, nein. Kompressor, nein. Wo war denn der jetzt? Nö. Hä? Da, Turbine, da war's. Ah, diesen Tanksten auf 1750 Grad Celsius zu kriegen, das wird schwierig. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Engine-mäßig, ich glaube aber, das war's schon, ne? Ich hätte gesagt, das war's schon. Oh. So, klein gerade weg gewesen. Dann musste ich mich halt nochmal neu anmelden. War aber zum Glück nicht ganz so dramatisch. Wir haben noch eine weitere Möglichkeit, wie man uns das herstellen könnten. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, ob das funktioniert. Wir hatten uns ja schon mal hergestellt eine Industrial Coil. Ja, tippen wir mal vollständig, dann ist einfacher. Die gibt es in zwei Ausprägungen. In der Ausprägung, wie wir sie bisher gehabt haben. Komm, so, Rezept. Mit diesem normalen Tension Coil. Mit diesen normalen Windsprings, mit simplen HSLA-Stahl. Und es gibt noch die teurere Variante. Das ist die untere. Die Brake Disc ist die gleiche. Die Shaft Unit ist die gleiche. Der Mount ist der gleiche. Nur die Tension Coil unterscheidet sich. Und zwar haben wir hier 8x High Strength Springs, die man mit Bedrock Dust und Diamanten und einem normalen Windspring zusammenbaut. Ich hätte gesagt, da wir kaum andere Möglichkeiten haben, an die Energie ranzukommen in der Geschwindigkeit, werden wir uns die wohl bauen müssen. Also, wir brauchen 8 High Strength Springs. Fangen wir damit mal an. So, haben wir hier noch HSLA-Stahl. So, wir brauchen davon 8 Stück. So, komm her. So, einmal so, einmal so, einmal so. Und dann machen wir 1, 2, 3, 4. Auch die stacken mal wieder nicht. 2, 3, 4, 5. Inventar voll. 6, 7, 8. So. Und jetzt müssen wir die natürlich gleich noch upgraden. Zu den verbesserten. Das war der falsche. Moment. Hier ist immer richtig. So, da brauchen wir in den Eck noch Hasel, Astal, Bedrock, Dust und Diamanten. Gut. Also. 1, 2, 3. Damit passt das auch schon. Dann brauchen wir Diamanten. Aber nicht so, sondern war das so rum. Und Bedrock, Dust haben wir zum Glück noch ein bisschen abgebaut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Das kommt wieder da rein und das kommt auch da rein. So, dann brauchen wir dafür noch die Shaft Unit. Haben wir die vielleicht noch da? Sogar Bedrock hätten wir da, aber die Original natürlich, die einfache nicht. Dann machen wir uns halt da welche.
eine Shaft Unit und dann brauchen wir noch Base Panels. Ja, jetzt haben wir aber echt das Problem im Inventar. Komm, schmeißen wir die mal raus hier. So, Base Panels. So, war das so? Nein. Dann war das so. Oder? Nein. Oh, muss ich das jetzt tatsächlich an der normalen... Okay. Dann eben so. So. Jetzt haben wir es. Okay. Und das brauchen wir jetzt alles theoretisch. Ach, die Breakdisk brauchen wir auch noch. Huiuiuiui. Das ist aber richtig ordentlich Material, was wir hier brauchen. Aber wir können das natürlich auch schon mal anders machen. Wir können die natürlich hier gleich mal drumherum legen. Das ist natürlich kein Problem. Dann haben wir die nämlich schon mal im Inventar draußen. Und dann nehmen wir uns noch die restlichen zwei. So. Und dann, was fehlt uns da noch in der Mitte? Die Shaft Unit, genau. Die Shaft Unit habe ich natürlich nicht am Mann. Die haben wir aber hier. So. Oh, Butzi hat recht. Bett. Bett ist gut. So. Na komm, noch einer bitte. Ah, klappt. Sehr schön. So. Dann die Shaft Unit in die Mitte. Nein. Ah. Okay. Wir müssen das natürlich am normalen Crafting Table machen. Das ist ein bisschen unsinnig, dass man es manchmal hier machen muss. Es steht ja auch drüber, ich gebe es ja zu. Es steht ja drüber, dass man das hier machen muss am normalen Worktable. Aber das verstehe ich nicht ganz, wozu eine andere Worktable dienen soll. Bisschen grenzwertig, aber egal. So, haben wir auf jeden Fall die schon mal. Dann haben wir das Mount schon mal. Dann haben wir noch eine Shaft Unit. So, das können wir hier schon mal so ein bisschen reinpacken. Das da rein. War das soweit richtig? Jo. Und dann brauchen wir noch die Break Disc. Die hier. Die besteht aus einem Shaft Bearing. Haben wir das Zeug da? Nein. 8. Moment. Das ist doch das da hier. Eben. Geht doch. Was hat er denn? So. Und dann 2 Gear, einmal Gear, 2 Shafts. Haben bloß noch einen Shaft. Dann nochmal Shafts. So. Shafts haben wir. Dann 2. Einmal Gear, zweimal Gear und wo war der Fehler? 2 oben, Shaft Bearing. So, Break Disc haben wir auch. So, und dann dürften wir doch alles schon haben für die Super Coil. Genau, die Industrial Coil. Sehr schön. Die Industrial Coil hat im Vergleich zu der kleineren Industrial Coil, klingt komisch, ist aber so. Wir sehen hier Maximum Energy 720 Megajoule. Hier sehen wir 240 Terajoule. Ist schon mal eine ganz andere Hausnummer und es gibt noch einen weiteren Unterschied. Wenn wir uns die, wo haben wir sie? Wir nehmen die andere Industrial Coil gleich mal mit und stellen die mal im Vergleich nebeneinander. So, da sehen wir hier einen Unterschied. Das Ding ist irgendwo ein bisschen schwarz, das ist hier eigentlich nur mehr Metallfarben Silber. So, hier haben wir Max 1024. Okay. Hier Max 4096. Oh, okay, also wenn man beides 4096 umstellen kann, ist das schon mal eine ganz andere Hausnummer. Okay. Dann werden wir das Teil hier mal laden müssen. Wir haben doch noch den Gasoline Engine. Den werden wir auf jeden Fall mal hier reinstecken. So. Und dann können wir das Teil hier auf jeden Fall schon mal laden. Aktuell geladen? Gar nicht. Okay.
Und dann werden wir jetzt hier einfach mal einen ganzen Stack. Da haben wir einen ganzen Stack hier mal reinstecken. So. Das Ding kann jetzt erstmal in Ruhe laden. Schauen wir mal, wie das funktioniert. 400k, 473k, 581k, 640k, 699. Geht langsam voran. Okay, alles klar. So, dann können wir den hier wieder wegbauen. Und können den auch mal wieder in die Kiste stecken. Und dann schauen wir uns trotz allem schon mal den Pulse-Jet Furnace an. Weil den brauchen wir trotzdem. So, hatten wir hier irgendwas? Combustor, das war nicht das Problem. Der Compressor war nicht das Problem. Obsidian, Diffusor ist nicht das Problem. Obsidian, Combustor, Liquid Pipe, Base Panel. Sollten wir eigentlich hinkriegen. Auch wenn wir die 131.000 Rad nicht hinkriegen. Wie viel haben wir denn hier? 4K. 4K. 4K können wir maximal rauskriegen. Das wären 128 durch 4, wären 32, das wäre 16. Wir haben noch eine 8 zu 1. Das wird alles sehr, sehr schwierig und sehr, sehr eng. Steelbox 16 zu 1, da werden wir wahrscheinlich ein Problem kriegen mit der Geschwindigkeit. Wird nicht ganz funktionieren. Aber ich habe eine gute Hoffnung. Und zwar, dass wir mit der geladenen Industrial Coil nämlich was betreiben können. Das ist 4096 mal 4096. Mit etwas Glück haut das hin. Ansonsten müssen wir die zweite Industrial Coil noch nehmen. Wenn das geht. Wahrscheinlich nicht. Aber wir werden es einfach mal probieren. Und zwar, wir hatten gesehen, dass es hier diesen sogenannten Friction, also richtig tippen, Friction Heater gibt. Was das ist, ist ein cooles Teil. Minimum Power 8 kW, Minimum Torque 32 Newtonmeter. Schauen wir uns mal das Rezept an. Boah, das ist simpel, oder? Also das ist wirklich simpel. 1, 2, 3. 2 davon. War das 2? Egal. Nehmen wir es mal mit. Friction Heater, Fragezeichen, zack. Boom. So, haben wir hier noch einen drin? Einen Furnace? Nö, haben wir nicht. Nehmen wir den da? Nehmen wir den da. So. Packen wir das dann mal da oben rein. Zack. Und nehmen den Furnace. Können wir das jetzt irgendwie mal anschließen, dass es gleich funktioniert? Okay. Na, so vielleicht nicht. Ich hätte das gerne andersrum gehabt. Stellen wir mal so rum hin. Genau. Ja, stellt sich wieder so rum hin. Okay, passt. So, und dann den Friction Heater. Den wir richtig rumdrehen. Ey. Genau. Was machst denn du hier? So. Und dann drehen wir nochmal hin. So, was man hier sieht, das Teil reibt hinten am Ofen. Hier. Ja. Und erzeugt damit Wärme. Temperature 30 Grad Celsius. Na, ist nicht viel. Reicht nicht unbedingt, um irgendwas zu schmelzen. Hast du gerade was zu tun? Nö, dann nehmen wir dich mal. Gut. Okay. So. Das. Ach komm, schmeißen wir das Rottenfleisch hier weg. Und nehmen dich und den Lever. Schauen wir mal, was wir da für eine Temperatur hinkriegen. So. Klemmen das Ding hier hin. Und versuchen das Ding zu drehen und sehen. Ja, es dreht sich schon 125, 161, 174 Grad. Ja, wir kriegen ein bisschen Temperatur hin. Was kriegen wir denn damit geschmolzen? Schauen wir doch mal. Haben wir hier noch? Genau, da haben wir noch Sludge. Sludge ist gut. Sludge können wir mal probieren. Ah, wir sehen aber hier kein Brennen im Ofen. Blöd. Sieht also so aus, wie wenn dieser Engine hier nicht dafür geeignet wäre. Wenn die Schuhe leer sind. Okay. Gut. Gut. Dann stellen wir den nämlich gleich wieder dahin. Wo
Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da. Weil für hier reicht uns der völlig. Gut. Gut. Dreht sich. Wie sieht es denn bei euch aus? 19 Megajoule. Das reicht mir vorne und hinten noch nicht. Und die Fuel würde mir hier verloren gehen. Gut. Dann schauen wir nochmal, ob wir uns nochmal so eine Gasoline-Engine bauen können. Weil da haben tun wir nicht noch eine. Ah, komm, bauen wir uns noch eine Gasoline-Engine. Das kann nicht schaden. Gasoline-Engine. Da haben wir sie. So, da brauchen wir ein paar Zylinder. Zwei Stück, das ist richtig. Die brauchen wir. Komm, schmeißen wir diese aus mit dem Chestplate auch weg. So, dann brauchen wir Zweifach-Gears. Haben wir noch welche da? Nö. Okay. Dann nehmen wir uns mal die hier. Ach, da haben wir noch ganze Chefs hier. Man müsste bloß mal die Augen aufmachen. So, Zweifach-Gear. Dann brauchen wir noch die Ignition. Gold, Gold. Redstone. HSLA-Stahl. So. Das sollten wir auch mal zusammenfassen, ne? Gut. So, die Ignition Unit haben wir. Dann brauchen wir noch, das haben wir. Eine Shaft Unit, einen Impeller. Hey, Shift-Click scheint hier nicht zu funktionieren. So. Impeller haben wir auch. Nehmen wir die Liquid Pipe hier raus. Und zwei Base Panels, eine Shaft. Ein Shaft und zwei Base Panels. Was kann man einzeln mal weglegen? Dichter. Genau. So. Haben wir alles? Schauen wir mal. Klick, klick. Das haben wir. Ach, ein Goldbarren fehlt uns noch. Ein Goldbarren. Na gut. Nehmen wir Goldbarren mit. Ein Goldbarren. Dann dich. Dich. Euch, dich und, ah, so rum. Und dich. Ein Gasoline Engine. Gut, haben wir noch eine. Stellen wir hier mal hin. Drehen mal rum. So. Dann nehmen wir uns hier ein paar von diesen. Gut, sieben. Sollte reichen. Ich habe hier eine Gasoline Engine hingestellt. Was soll denn das jetzt? Also ihr seid Zeuge, ne? Ich habe hier eine Gasoline-Engine hingestellt, habe die rumgedreht und weg ist sie. Das ist nicht in Ordnung. Okay, schmeißen wir sie weg. Ich gehe jetzt hier mal in den Cheat-Modus, weil das sehe ich nämlich nicht ein, das Ding nochmal zu bauen. Und gebe mir eine. So. So. Sogar on camera ist ein Bug. Sieht man in meinem Video. So. Cheater hier. Ja. Ihr habt es ja gesehen, wir haben es gebaut. So. Hau ab. Hau ab. Hau ab. So. Schmeiß mal weg. Geh mal schlafen. Sie steht noch da. Sehr schön. Und du kommst jetzt auch noch hier vorbei, ja? Noch einer. Hallo? Genug? Ist ja unglaublich hier. Also diese Unmengen an Zombies sind echt der Hammer. So. Okay. Aber ich sollte mich mal ein bisschen hier aus dem Staub machen. Weil das ist mir zu gefährlich mit zwei Herzen. Mit zwei Herzen. Nee. Komm.
Essen kann ich nicht, muss ich warten. Du kannst ruhig dahinter gehen. Dahinter ist gut. Das ist eine gute Idee. Gehen wir weiter. Weitergehen, weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. So, schweben wir nochmal sanft wieder hier rein. So. Dann packen wir den mal hier rein. Und sehen, er produziert Hitze. Ah, super. Und wie viel Hitze produziert er? Das sieht natürlich jetzt wieder ganz komisch aus. Schauen wir mal. Ja, das ist wieder so ein. Also das sind noch ein, zwei Bugs drin, die ich ziemlich zum Kotzen finde. Das muss ich ganz klar so sagen. Weil. So, jetzt funktioniert er. Wir sehen, dass er gerade Temperatur aufnimmt. Wir hören hier auch ein Geräusch. So die Scham des Geräusch, ne? Und sehen, oh, wir haben Feuer, Feuer. Dann können wir hier das Sludge einfach reinlegen und können uns Ethanol brennen. Ah, ist doch schon mal der erste Anwendungszweck dafür. Schon mal coole Sache. So, wie wir aber sehen, sehen wir, dass da recht wenig Energie kommt. Wie viel haben wir jetzt hier gerade drin? 83 Megajoule. Das sollte man noch ein bisschen laufen lassen. Hat der Motor noch? Hat noch. Jawohl. Den lassen wir jetzt noch ein bisschen laufen. Dann können wir jetzt hier einfach mal ein bisschen. Was mir persönlich ganz gut gefällt, ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Je höher die Temperatur ist, momentan liegen wir bei 786 Grad Celsius, desto höher ist auch die Verarbeitungsgeschwindigkeit hier. Da wir den Ofen hoffentlich auf 1750 Grad kriegen, um uns das Tungsten herzustellen, für das wir dann noch brauchen. Ja, muss ich sagen, ja, werden wir gleich sehen. Aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten Folge. Da lasse ich jetzt einfach mal hier das Zeug ein bisschen durchlaufen. In der Hoffnung, dass wir das nächste Mal uns das Tungsten herstellen können. Also dann. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Anregungen, Kommentare und sonstiges, ab in die Kommentare. Und immer dran denken, wir kriegen das gebacken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.